Heute möchte ich euch mal eine sehr gute Möglichkeit vorstellen, wie man in den Tag starten kann. Und das ist speziell für Menschen sehr gut, die zum Beispiel ja, Verdauungsprobleme haben, früh ist auch manchmal vielleicht etwas schwerer in die Gänge kommen, sich noch ein bisschen niedergeschlagen fühlen und so. Ihr wisst ja auch, das hängt auch mit dem Essen zusammen und auch mit Lebensmittelkombinationen, mit der Konstitution, die man gerade hat, auf dem Weg, wo man sich gerade befindet. Also da spielen viele Möglichkeiten mit rein. Ist jetzt erstmal egal, was das ist. Darum geht es heute nicht. Aber das kann dann eben auch dabei helfen, dass man dann morgens besser in die Gänge kommt einfach. Und deswegen möchte ich euch das gerne mal vorstellen. Ihr könnt es einfach nur mit Wasser machen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel noch ein bisschen Ingwer hinzufügen. Wer jetzt eine gute Zahngenetik hat, kann zum Beispiel auch einfach dann ein bisschen Zitrone hinzufügen und dann aber mit einem Strohhalm trinken, um die Zähne auch noch ein bisschen zu schützen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber das Grundrezept ist einfach nur Wasser und dann braucht ihr entweder einen Wasserkocher oder einfach einen kleinen Topf oder was ähnliches. Macht das Wasser da rein, was ihr trinkt. Nehmt 1 Liter, macht das ein bisschen warm, dass es ziemlich warm ist. Das muss nicht heiß sein oder sonst was, sondern soll halt einfach sehr warm sein. Und das trinkt ihr dann. Diesen 1 Liter trinkt ihr dann in relativ kurzer Zeit. Und das ist schon mal sehr gut dann direkt am Morgen oder halt das erste Getränk, was ihr am Tag trinkt. Das muss nicht sofort am Morgen sein. Aber sofort am Morgen ist die Wirkung sehr, sehr gut direkt. Und wenn es dann halt später macht, das funktioniert natürlich auch. Und dann trinkt ihr das so schnell, wie ihr könnt, diesen 1 Liter. Also ihr müsst es jetzt nicht direkt reinhauen, ja, aber so schnell wie möglich halt eben diesen 1 Liter trinken. Dann spült das eben den Körper super durch. Und gerade für Leute, die halt eben Verdauungsprobleme haben oder die halt auch Probleme haben, zum Beispiel mit Verstopfung oder so, für die kann das eine große Hilfe sein. Ja, wenn man das mal ein paar Tage, ein paar Wochen lang durchzieht, da wird man den Unterschied merken. Und um das Ganze zu verstärken, könnt ihr entweder noch Zitronensaft halt eben reinmachen für diejenigen, die eine gute Zahngenetik haben, die starke Zähne haben. Da funktioniert der Zitronensaft super. Oder halt eben dann Ingwer. Ja, da kann man dann den Ingwer ein bisschen klein reiben oder ihr mixt vorher den Ingwer mit dem 1 Liter Wasser. Und macht das dann durch ein Sieb durch und danach macht ihr es warm. Das funktioniert auch. Und dann trinkt ihr 1 Liter Ingwerwasser. Beim Ingwer von der Stärke her macht das mal nur ein kleines Stück rein und dann macht halt so das Level, dass ihr merkt, dass es nicht zu scharf ist, dass ihr es halt auch gut trinken könnt und auch relativ schnell trinken könnt. Das ist halt eben wichtig bei dem Ganzen. Ja, und dann habt ihr eine super Möglichkeit, um in den Tag zu starten oder beziehungsweise das erste Getränk zu trinken, was ihr dann am Tag trinkt, damit. Und das unterstützt halt super einfach auch in die Gänge zu kommen und die Entgiftung wieder ein bisschen voranzutreiben und auch zu unterstützen. Und das ist ein super Weg dafür, wie man das machen kann. Ja, und das wollte ich euch mal vorstellen. Also 1 Liter Wasser, Wasser warm machen und dann entweder mit Ingwer oder ein bisschen Zitrone und dann das Ganze trinken, so schnell wie möglich. Und ja, das war's. So einfach ist das. Ja, ihr Lieben, kurzer Tipp für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut.